Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Hometown Farming. Schön, dass ihr wieder mit einem Schlüssel seid. Pünktlich zum Donnerstag, meine Lieben. Nur noch ein Tag, dann ist Wochenende. Schön, dass wir uns hier an dem Punkt wiedersehen, denn der Chichi ist mit dabei. Hallo. Der Karl-Heinz. Hi. Der Wolfi. Hi. Und der Tom. Hallo. Und der Karl-Heinz, meine Lieben, der hat uns noch was zu erzählen. Karl-Heinz, was hast du denn noch für eine Idee? Willst du doch noch drei kaufen von den Geräten? Na, drei von den Dingern nicht. Mach nichts, ich habe da ein Angebot für dich. Kauf 4, zahl 5. Ja, genau. Das habe ich mir schon fast gedacht. nein, pass auf. Also, das Gerät, so wie es hier steht. Ja. Und dann bräuchte ich noch einen Hoflader. Hoflader. Oh, warte, lass mich mal auf mein Tablet gucken. Was schwebt denn dir da vor beim Hoflader? Guck mal den ersten Teleskoplader. Ja. Den Schäfer. Den Schäfer willst du haben? Ja. Bist du dir sicher? Ja, der reicht uns. Der reicht uns vollkommen aus. Der hat aber, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, der ist ein bisschen leicht. Der ist ein bisschen leicht auf dem Heck. Da wirst du, also da werde nicht viel, also ist nur eine Idee, also nur auch ein Vorschlag zur Güte, weil ihr werdet ja sicherlich auch, sag ich mal, Ballen stapeln etc., oder? Paletten laden. Paletten und Ballen, genau. Ja. Ja, gut, könnte man den kleinen nehmen, ja, aber wenn ihr auch mal vielleicht größere Dinge laden wollt oder vielleicht wollt ihr mal irgendwo was anheben oder Gewichte hin und her transportieren oder, da seid ihr da schon wieder etwas gehemmt, weil der halt so ein bisschen, der hat zwar auch Eigengewicht und der hat zwar auch noch ein Gewichtpaket, was man mit hinten dran schneiden kann, aber das wird da nicht unbedingt ausreichen. Also vom rein preistechnischen her und leistungstechnischen her seid ihr dann mit der größeren Variante des Schäfers dann doch schon besser beraten. Ist nur ein Vorschlag, wenn ihr sagt, nein, wir wollen den kleinen, dann gerne den kleinen, aber ich kann es euch echt nur ans Herz legen, den größeren zu nehmen. Habt ihr weniger Stress dann hinten raus gesehen. Du meinst dann den 9660? Genau, den T2 Schäfer, meine ich. Ja. Oh, ne, der ist mir eigentlich schon wieder zu groß. Aber echt ein gutes Eigengewicht und der hat wirklich richtig, richtig gute Leistung. Also den habe ich selber mal auf einer Messe fahren dürfen und da kann ich dir wirklich nur sagen, ich habe die zwei im Vergleich gehabt und der große, also ich meine klar, da ist ein paar Nummern größer, ja, das steht außer Frage, aber auch so preis-leistungstechnisch, verbrauchtechnisch und auf Langzeit gesehen, ja, machst du da definitiv mehr gut als bei dem anderen, wo du dann, ja, sind wir ehrlich, irgendwann auch drauf zahlen wirst. Weil der große ist auch gerade so im Verschleiß, ne? Gerade weil er ein bisschen größere Maschine ist, kannst du ein bisschen leichtgängiger auch damit arbeiten. Ja? Der ist dann auch nicht so verschleißintensiv wie der kleine. Ja? Weil bei dem kleinen musst du sehen, der hat weniger Leistung, der muss mehr arbeiten, der muss sich mehr anstrengen. Ja? So, da geht wieder auf den Motor, das geht auf die Hydraulik und. Hast du bei dem großen nicht so. Hast du zwar auch, aber nicht so immens. Ne? Und wenn du das auf Langzeit siehst, kannst du bei dem großen schon wieder sagen, okay, das spare ich schon wieder ein. Wo du bei dem kleinen dann schon wieder sagen musst, bei den ganzen Ersatzteilen, was du da schon wieder bezahlen musst oder einkaufen muss, das ist dann schon wieder teurer. Harry, Luft holen. Harry. Luft holen. Weißt du? Deswegen. Also ich empfehle euch wirklich den großen. Nee, wir bleiben bei dem kleinen. Okay. Ist deine Entscheidung? Ja. Ich bestelle mir mal noch nicht. Vielleicht schläfst du noch eine Nacht drin. Nein, wir bleiben bei dem kleinen. Bist du wirklich sicher? Ja. Wolfi, was sagst denn du dazu? Ich möchte jetzt Karl-Heinz dein Fachwissen nicht irgendwo. Ja, aber ich will ja auch mal sehen, was die Jugend dazu zu sagen hat. Wolfi? Ja. Wie stehst denn du zu der Sache? Ich merke schon, du lässt das gerade durch den Kopf gehen. Also ich finde, Jungs, ich finde, ihr solltet da vielleicht noch mal eine Nacht drüber schlafen. Genau abwägen, was ist wo an der Stelle richtig gut, ja. Und vor allen Dingen, siehst mal so, du kannst ja auch, nur mal so, ihr macht doch sicherlich auch Zuckerrüben und so, ne? Oder nicht? Ja, aber ich meine jetzt auch so, Zuckerrüben, Weiterverwertung und, oder? Kommt doch sicherlich auch mit in Frage bei euch. Oder wie sieht's da aus?
haben wir uns bis jetzt, glaube ich, noch keine Gedanken zu gemacht. Ja, vielleicht seht ihr das mal so als Marktlücke, wenn ihr sagt, für die Bauern, die Zuckerrüben und Zuckerrübenschnitzel brauchen, ja, gibt es auch noch eine richtig gute Zuckerrübenschnitzelmaschine in Form einer Schaufel. Könnt ihr die Zuckerrüben ganz normal aufnehmen und könnt das dann die Zuckerrübenschnitzel mit der Schaufel gleich vor Ort machen. Ja? Und da kommen wir nämlich schon wieder zu der Leistung des Großen. Da seid ihr schon wieder besser aufgestellt. Und habt somit quasi eigentlich schon wieder nur eine Plusrechnung dadurch, weil ihr habt eine Marktlücke mehr für euch erschlossen durch die Zuckerrübenschnitzel, ja, und könnt das optimal abarbeiten mit dem großen Schäfer und der Zuckerrübenschnitzelschau. Und da gebe ich euch noch 10% Rabatt mit drauf. Ja, wartet, ganz kurz, ich habe gerade... Ja, hier Hans-Joachim Hafer vom Landmaschinenhandel und Landhandel, grüße Sie. Gern hier. Peter! Ich habe heute früh noch von dir gesprochen, Mensch. Wo bist denn du? Ich bin bei mir im Hof. Ach, Gott sei Dank. Ich wollte eine Vermissenanzeige aufgeben. Warum? Ja, weil du dich tagelang nicht gemeldet hast. Ja. Ich sitze hier mit Kaffee und Kuchen und du bist nicht da. Ja, mit Kaffee und Kuchen. Hast du doch was geschafft? Den Kuchen zu essen, ja. Dachte ich mir. Ja, was kann ich für dich tun? Falls es um deine Maschinen geht, die sind in Ankunft. Die sind in Ankunft. Dann möchte ich hoffen, dass eventuell heute noch irgendwas eintrifft, weil sonst komme ich nicht weiter. Und wäre schön, ja, wenn natürlich der Futtermischwagen eintreffen würde. Ja. Das war der blaue bei dir, ne? Wenn ich mich richtig dran erinnere. Nein. Ich weiß es nicht mehr genau, was wir alles bestellt haben. Wir hatten den grünen, den Fahresinn. Ach stimmt, der Fahresinn, der PF24. Genau, der war es. Genau. Ja, nee, wie gesagt, also ich habe Bestätigung bekommen vom Transporteur, dass die auf dem Weg sind. Wann die jetzt eintreffen, heute kann ich schon noch nicht sagen, aber heute sollten sie auf jeden Fall eintreffen. Da kann ich das sagen. Ja. Gut. Ja, also das findet auf jeden Fall statt. Weil dir geht's ja glaube ich auch um den Futterlademischwagen, ne? Und dann auch die anderen Dinge, wie jetzt du hast doch glaube ich noch Anhänger, glaube ich, den Streuer hast du ja schon, ne? Und alles, das war ja so das Ding. Ja, der Anhänger, der fehlt noch. Ja, der Ballensammler, das Wasserfass, oder hast du, nee, das Wasserfass hast du schon, ne? Ja, dann. Ne, das war ja, glaube ich, schon geliefert. Ja, nein. Also da müssen wir uns mal wirklich zusammensetzen, weil ja, da gab es noch diverse Änderungen und gewisse Dinge brauche ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Und es haben sich noch so gewisse Maschinen bei mir so eingefunden, wo nur ein, ja, da habe ich eine Nachricht mit beiliegen gehabt und ich weiß noch nicht genau, wer das war. Was denn von Maschinen eingefunden? Ja, ich bin bei mir auf dem Hof gekommen. Ja. Und dann stand hier auf einmal ein Traktor, ein großes Wasserfass mit Dolly. Und ich denke, von wem ist der Traktor? Und dann gucke ich auf Nummerschild, der ist auf mich zugelassen. Ja. Und da dachte ich mir, da musst du ja mal gucken. Ja. Und da lag nur ein Zettel drin. Ja. Und so nach dem Motto, als kleine Aufmerksamkeit für dich. Und da war, keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat, aber unten in der Ecke war so ein kleiner Kaffeefleck. Keine Ahnung, wird wahrscheinlich irgendeiner Kaffee getrunken haben dabei. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das habe ich halt nur so gefunden. Ja, und wie gesagt, wenn, kannst du den Zettel, ich habe den in der Hosentasche, wenn, dann kannst du den noch da mal zeigen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, komisch. Naja, und auf jeden Fall ist da mal noch hier die Silos, da war die Plane, die war so undicht und ja, die ganze Ernte war zerstört und da musste alles neu gemacht werden. Aha. Und ja, also wenn die hochkommt, hier ist im Endeffekt eine Menge passiert. Hier war eine Baufirma, die haben die Dinger weggerissen und ja, haben mir aus Entschuldigung hier eine, ja, wie soll ich sagen, fast eine Fabrik hingestellt. Okay. Ja, also ist ein bisschen was passiert hier oben.
Ja, komm ich gerne mal vorbei und gucken wir das mal an. Ja, mach das. Das ist ja der Ding. Gut, pass auf, ich melde mich dann nochmal bei dir, wegen Vorbeikommen, beziehungsweise wenn ich auf dem Weg zu dir bin, weil ich habe ja gerade noch das LU an der Hand stehen hier. Und da geht es auch nochmal wegen Maschinerie und dem ganzen Gedöns. Na, also seid ihr sicher, Maschinen kommen heute für dich an, ne? Und da kann man dann auch, gucken wir dann, wie wir sie zu dir bringen, ob du holst oder ich einen Teil mitbringe oder. Ja gut, ich sag mal, holen könnte ich, weil ich habe nichts zu tun, ne? Ja, ne, da passt es doch, da ist es doch gut. Na, da vorbei also, so, dann melde ich mich dann gleich bei dir. Ey, yo. Alles klar, ich danke dir, bis denn, also, Karl-Heinz, sorry. Ja, also, wie gesagt, wisst ihr, also ihr hattet jetzt ein paar Minuten Zeit, da ein bisschen drüber nachzudenken. Will euch da ja nichts aufschwatzen, oder? Ich werde tatsächlich für den Größeren. Okay. Dann machen wir jetzt Folgendes. Du schreibst mir mal bitte ein Angebot. Ja. Kauf von dem Roder. Ja. Den großen Teleskoplader von Schäfer. Ja. Mit Ballengabel und Palettengabel. Ja. Und mein Frontgewicht. Ja, das Frontgewicht kriegst du so. Okay. Und die, die Rübenschnitzelschaufel, oder? Ja, die Rübenschnitzelschaufel nehmen wir auch dabei. Ja. Und vergesst dann bitte nicht die 10% von der 100-Folgen-Feier. Ja, die sind schon mit drin. Die sind schon mit dabei. Da habe ich schon dran gedacht, Karl-Heinz. Okay, okay. Da kriegen wir hin. Da kriegen wir hin, auf jeden Fall. Du schreibst mir erstmal ein Angebot. Wie heißt das so schön? Ein unverbindliches Angebot, weil das heißt nicht, dass wir das jetzt sofort kaufen. Nein, oder? Das ist ganz klar. Ich schreibe dir ein unverbindliches Angebot. Ja, oder so. Ein verbindliches für dich, ein unverbindliches für uns. Genau. Nein, wir wissen doch beide, wovon wir reden. Ist kein Ding. Mache ich euch sehr gerne fertig. Aber Jungs, ich lasse euch die Maschine einfach mal hier. Wie gesagt, Schlüssel und alles passt, wohlgemerkt. Weil ich muss noch mal zur Bürgermeisterin. Ich habe da noch ein bisschen was auf dem Herzen. Ich muss mit der noch ein bisschen was absprechen. Ja, mach klar. Ne? Ich weiß ja nicht. Gigi, habt ihr hier noch zu tun irgendwie? Der nee, wir wollten, sag ich, hier waren wir jetzt gerade fertig. Wir wollten jetzt rübergehen ins andere Gelände wieder. Wenn du das anschauen wolltest. Ach, und stimmt, dann da war durch. Ja, komm, 14 Uhr, Harry. Die Zeit nehme ich mir, Komm, da folge ich euch einfach. Also dann komm mit. Weil ich muss ja auch mal sehen, was ich hier so... Warte, okay, da geht's lang, okay. Ja, die Halle bleibt auch, das ist Office LU, also das gehört auch zum LU dazu. Das ist aber auch eine Riesenhalle. Ja, das stimmt Wahnsinn, tatsächlich. Wahnsinn. Also, da habt ihr euch schon, also immens weiterentwickelt, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ja, wir brauchen ja nur Platz für die Maschinen, ne? Und die müssen unter Dach stehen, damit sie nicht rosten. Und die Maschinen werden ja auch immer größer. Mhm, genau, dann haben wir hier einige Maschinenhallen gesetzt. Ja. Genau. Karl-Heinz, seine Schlafbude kam auch mit hier hoch. Der darf hier oben schlafen. Ach, Lül. Echt jetzt? Der wollte neben Einkaufsladen, neben Supermarkt schlafen. Ah, alles klar, ich verstehe. Für ein Mitternachtsdienst, alles klar. Ja, genau, richtig. So das ist unglaublich. Aber genau, haben wir hier noch eine kleine Waschstelle und eine Tankstelle. Ja. Und dann natürlich hauptsächlich Unterstellmöglichkeiten. Ja. Naja, klar. Dann halt auch, aber ich sehe halt auch ganz, ganz, ganz viel Platz hier, ne? Dass du auch ordentlich drehen und wenden kannst hier. Pott haben wir auch hier. Ach ja, da wisst ihr, wo ich mal hingehe. Da. Ja, natürlich. Auch wichtig. Ja, weil ich zeige da nicht so wohl viel. Tja, Wahnsinn. Harry, der Kurt wird 0815 sein. Unglaublich. Genau. Ja, haben wir hier noch zwei Hallen. Und wie gesagt, hauptsächlich Unterstellmöglichkeiten. Ja. Und hier haben wir noch ein Holzsilo. Ja. Ach, ihr habt doch nachher so noch ein paar Beine liegen. Hey, Mensch, du. Ja. Die sind doch von dem Silo über hier quasi, wa? Ja, richtig. Das ist der Rest. Den müssen wir noch wegfahren. Aber das ist auch wieder so ein neues System, ne? Wo du hier rein und dann geht das ja mit der ganzen Fahrstrecke dann hier nüff. Genau, das wird dann hier reingefördert und hast da innen hast du lauter einzelne Kammern, wo das eingelagert wird. Ja. Das ist eigentlich ein ganz gutes Ding.
echt interessant. Also muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt mal wirklich blöd gefragt. Ne? Also ich habe das ja auch gesehen, ja. Wo das jetzt so zugewachsen war und alles, ne? Wo die Geschichte mit dem Holzfällen war. Harry, das war, schau mit, das war da hinten. Ja, nee, ich will es gar nicht mehr wissen. Da ist mir eigentlich, okay. Nee, das war mir, das, ja, ging es mir durch und durch. Aber nee, was mich mal so interessiert, jetzt mal, wenn ihr drüber reden wollt, ne? Aber was kostet so ein Spaß von Hofumbau und, ne? Weil ich sag mal, naja, will ja nur auch irgendwann mal jetzt bauen und ja, bin zwar noch jung, aber ein bisschen sesshaft wie Schimmer werden. Was kostet so ein Spaß? Ja gut, ich habe es tatsächlich gerade vor kurzem die Rechnung erst fertig gemacht. Die Rechnung liegt jetzt beim LU. Ja. Aber hier beim Umbau waren wir bei ca. 500.000. Was? Mehr nicht? Ich meine, gut, 500.000 sind ist ohne Stange Geld. Aber, Harry, die Hallen sind doch nicht. Das sind ja nur, das sind Fertighallen. Ach so. Unten wird betoniert. Ja. Und oben ein paar Holzbalken und ein bisschen Blech dazu. So. Also. Na gut, ich hätte halt schon gern was mit Stein. Okay. Also so, ja. So Naturstein-mäßig, optisch und so. Das wäre so schön, das war, weißt du, so schön. Meinst so wie hier am Haus, oder? Ja, nicht so die Klinkerverschnitt hier. Nee, ja, schön, also ein bisschen größerer Stein, ja, so Fachwerk Natursteinmäßig, so den Mix, ja, weißt du, so, so wie ich es von früher ja kenne. Das wäre schon schön, weißt du, so schöner. Ein schöner, größerer Vierseitenhof, ne, weißt du, wo du so ein großes Hoftor hast, ja, ne, so etwas geschwungen oder so, und da hast du gleich rechts und links hast du so ein bisschen Unterstellmöglichkeiten, hast du dein Wohnhaus mit, ne, dann hast du eine riesengroße Heuschober, ne, und da hast du so Stall mit dabei für die Kühe, für die Schweine, für die Hühner, so, vielleicht alles gleich so ein bisschen in ihm oder so ein bisschen aneinander, weißt du, und in der Mitte am besten, so wie ich es von früher erkenne, war da immer die Mistplatte drin, weißt du, mit der Schubkarre sind wir hochgerannt. Und ja, so stelle ich mir das vor. Aber ich glaube, das wird halt etwas teurer als der Spaß. Ich wollte gerade sagen, da sind wir dann nicht bei 500.000. Also da gehen wir dann schon ich schätze jetzt mal so Richtung Millionen. Okay. Also das wird dann schon ein größeres Projekt. Jetzt könntest du dich dann vielleicht mal schlau machen, was sowas kosten wird, ne? Ja, sicher, klar. Logisch. Also bloß mal Interesse halber. Ich darf ja jetzt sowieso nicht mehr bauen, wie ich will, aber... Ich wollte gerade sagen, auf welchem Gelände eigentlich? Ja, auf meinem eigentlich. Oder... Landhandel baut. Keine Ahnung, deswegen muss ich ja mit der Frau Bürgermeister reden, was da ja, jetzt dann so die Phase ist. Dann macht es mal so erst. Ich glaube, das könnte ein längeres Gespräch werden. Du müsstest mich halt hinfahren. leider nein, Harry. Ich habe einen LKW. Ach komm, ja, ich weiß, du bist wieder Heiligstum, da darf wieder keiner rein. Alles klar, ich hab's verstanden. Nee. Da fährt keiner mit. LKW. Darf ich aber, euch mal gerade unterbrechen? Klar. Ich würde dann gleich weiterziehen zur Bürgermeisterin. Aber was hast du denn, Karl-Heinz? Ja, weil ich wollte gerade sagen, das Bürgermeisteramt ist doch direkt hier schräg gegenüber. Ja, ich weiß, aber... Kannst du doch eben rüberhüpfen. Ja, ich habe Hüfte. Aha. Ich habe auch zwei Hüften, aber... Ja, ist ja gut, ich habe verstanden. Ich laufe ja schon hin, ist ja gut. Ab Jungs, mit dir, Harry. Ja, wir sehen uns später. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich drücke euch wirklich die Daumen, dass ihr euch LU-mäßig noch mehr weiterentwickelt. Also es ist schön. Also ich ziehe meinen Hut davor. Also mich freut das wirklich sehr. Jungs, auf gutes Gelingen und so, ne? Jo, ciao, Harry. Ciao. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, meine lieben YouTuberinos, ne? Also der ein oder andere hat das ja noch mitgekriegt hier so, ne? Und gesehen in der Folge, wie und was und wo, ne? Also hier war ja schon ein bisschen zugewuchert. Meine, klar, es ist jetzt ein bisschen kahl, ist jetzt ein bisschen Platz und so, ne? Aber, es ist halt Lohnunternehmen, ne? Die brauchen halt Platz, die haben ja einen Haupthof und die sind ja mit der ganzen Maschinerie hier, alle die Waldfee. Mein lieber Schwan. Na, also, ja, ich muss schon ganz ehrlich sagen, krass, wie sich das so entwickelt hat. Wir gehen mal hier gleich lang. Gehen mal. Ah. Bevor wir in die Gemeinde gehen, würde ich hier vielleicht nochmal bei der... Ah ja, so, warte mal, ja, bei der Pizzeria nochmal vorbeigehen. Ja, warte, dann muss ich mal hier noch, okay, gut, ich werde dann mal reingehen bei der Pizzeria und werden wir noch versuchen, einen Tisch zu reservieren für zwei Personen. Vielleicht geht das Ganze, vielleicht bekomme ich noch was, ist ja ein schöner Ausblick, ne, also relativ. Und ihr, meine lieben YouTuberinos, lasst das Däumchen da, schreibt was Nettes in die Kommentare,
Ja? Und wenn ihr euch vielleicht hier bei uns seht oder bei U seht oder, ne? Ja, scheut euch nicht. Bewerbt euch gern bei uns. Kommt gern mit vorbei. Ja? In diesem Sinne, winke, winke, bis zum nächsten Mal.